Es kann schon Wörter geben mit John Woo Presents Stranglehold. Strangehold? Ich glaube, Stranglehold, ich habe mir gerade extra nochmal angeschaut, spricht man es aus, aber Leute, ich sag einfach Strangehold. Stranglehold, das Stranglehold klingt echt besser. So, was ist denn hier? Eine kaputte Tür. Ja, Leute, wir sind hier gerade auf der Suche nach irgendeinem Typen. Wir wissen nicht genau, was hier genau los ist, aber einer unserer Kopffreunde wurde getötet, Leute. Und sowas, auf sowas können wir natürlich hier nicht sitzen bleiben. So, wir nehmen die Gold... wir nehmen die goldenen Pistolen mit. Zwei goldene Pistolen, sehr geil. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Wie gesagt, wir sind hier auf den Mördern, auf den Polizeimördern hier. Die eben den Polizisten ermordet haben. Wir wissen nicht genau, was hier los ist, Leute. Aber wir werden es natürlich herauffinden. So, ich glaube, es ist Zeit für ein... Shoot-off. Stand-off? Stand-off. Shoot-off. Eins im Tai-O. Aber beeil dich. Morgen ist keiner mehr übrig. Loslegen, okay. Bim. Ausgewichen. Ausgewichen. Zack. Der nächste fliegt weg. Auf die Melone da. Bei dir, das war ja gar nicht nett von dir. Zack. Und da fliegt es auf seinen Kopf hier. Wunderbar. Wunderbar. So, okay. Wollt ihr noch mehr? Wir wurden einmal getroffen, oder? Sehe ich schon richtig. Boah, wir haben so mäßig viel Leben verloren. Furchtbar. So, dann gehen wir weiter. Morden wir noch ein bisschen mehr, weil Morden macht ja Spaß, wie wir alle wissen. So. Also zumindest hier in dem Spiel. In dem Spiel schon. So, okay. Weiter geht's. Tequila. Lee hier. Jerry hat Infos über einen Deal im Teehaus. Golden Kane leitet es. Darum sollen sie warten, bis ich Verstärkung schicke. Nein, Captain. Ich habe eine persönliche Einladung. Tequila! Ein Tequila lädt sich selbst ein, würde ich eher sagen. So! Bam! Was ist das? Ach cool, wir können uns am Boden rollen. Was ist das? Du siehst irgendwie wichtig aus. Ach, du bist nicht wichtig. So, dann machen wir erstmal wieder den coolen Move, wo wir vorher beim letzten Mal so viel Leben verloren haben. Weil wir von jedem Typen dann getroffen wurden. Sing! Und das scheinen wir auch jetzt wieder hier gut weiterzumachen. So, erstmal hier. Bam! Darauf die Kiste. Es ist halt wirklich geil, Leute, dass wirklich hier alles kaputt war. Also egal, wo du drauf schießt, es geht kaputt, Leute. Und das ist schon echt geil. Und der Move war auch geil. Bam. Der Move war jetzt vielleicht nicht ganz so geil, aber trotzdem. Ja, ich war das schon geil. So, wo ist denn da noch jemand? Da schießt ja noch jemand auf mich. Finde ich gar nicht sexy. Das finde ich hier schon mehr sexy. Oh, warte. Und da bricht... Ach. Nein. Das macht immer am meisten Spaß. Irgendwas auf die Typen hier drauffallen zu lassen. What? 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 Sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Einfach hier so. Aus der verschlossenen Tür rauskommen. Für was sind verschlossene Türen denn bitte da? So. Der kommt nicht mal aus der Tür. Der ist schon cooler. So. Pumpkin. Pumpkin. Bam. Boah, die Pumpkin hat so einen geilen Wumms einfach. So richtig BAM! So, tun wir mal Leben hier nehmen wieder. Und weiter geht's. Moin Moin. Moin Moin. Hallo, Tequila. Nein, ich bin nicht zum Trinken. Nein, ihr dürft mich nicht ausschlürfen. So, scheinbar haben wir das erste Level geschafft. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Tequila? Wie ich ihn mag. Nur dir bekommt er. Wieso ist er noch nicht tot? Keine Schützen mehr. Warum versuchst du es nicht mal? Jung braucht mich im Mega. Der imperiale Nein-Deal wird gerade am Haupttisch abgezogen. Tequila soll da sitzen bleiben.
Haben Sie die Pässe? Zu leicht. Das ist nicht alles. Wong hat dem Betrag zugestimmt. Haben Sie die Pässe nun oder nicht? Mir ist scheißegal, was Wong gesagt hat. Das ist ein Ein-Nein-Deal. Ganz locker. Da ist ein Cop an der Bar. Sie bringen Cop mit? Der ist aber auch nicht der hellste. Ja, ganz klar, ihr bringt einen Kopf mit, gell? Der kann da sicher dafür, dass wir da sind. Da ballert der den da einfach eiskalt ab. Naja, dafür haben wir hier ein schönes Bild um den drum geschossen. So, so, kommt. Durchatmen und keiner da. Okay, keiner da. Ah, da ist ja jemand. Da ist ja doch jemand. Zack, mit der Pumpkin. Nochmal mit der Pumpkin. Boah, Leute, die Pumpkin. Bam, jetzt haben wir viel zu viel Leben schon wieder verloren. So. Zack. Wir bleiben hier schön in unserer Ecke, in der Ecke. Also übrigens, diesen Abschnitt habe ich noch gespielt und danach ist dann auch wieder blind. Also in diesem Part werden wir schon abschließen, das, was ich eben schon hatte. So. Kann ich da? Hallo? Zack. Das ist meine Bar ab jetzt. So, aber jetzt gibt's hier nur noch für alle Tequila zu trinken. Alles andere, nee. Da kommt ein kleines Kind rein. Ich will Rohrsaft. Nein, hier gibt's nur Tequila. Warum? Ich bin nur ein kleines Kind. Ja, es gibt die Tequila, weil ich Tequila bin. Bam. So, das ist mein Statement, würde ich sagen. So, zackaboom. Weckerhorn und... Oh, wollen wir den coolen Job machen? Ach, wir machen den coolen Job. Warte. Wow. Bam. Und auf die Nase fliegen wir. Man kann ihn, aber was ich ein bisschen blöd finde, man kann den Modi nicht irgendwie deaktivieren. Also, wenn wir hier zum Beispiel hier runterjumpen, dann müssen wir hier die ganze Energie verbrauchen, eben beim Jump da runter, und können dann das nicht irgendwie abbrechen, was ich echt dumm, ein bisschen dumm finde. Also, finde ich, man hätte es irgendwie halt machen können, dass wenn ich irgendwie eine bestimmte Taste drücke, dass der eben einfach weggeht, der Modi. Aber naja, man kann nicht alles haben. So. Bam! Zack. So. Und weg mit euch. Wie kommen wir eigentlich da hin? Ah, ich will da auch hoch. Warte, können wir irgendwie... Ach, schade. Ich wäre ja sogar irgendwie an die Lampe gejumpt oder so. Das wäre geil gewesen, wenn das gegangen wäre. So. Da hinten sehe ich einen Aufgang. Da gehen wir jetzt erstmal schön geschmeidig hoch. Und jumpen natürlich hier richtig sexy so auf den... auf die hier... ich muss... Ach. Man kann nicht sprechen, wenn man abgeballert wird von allen Seiten. So. Wop. Oh, er macht eine Rolle. Niemand darf eine Rolle machen. Rollen ist mein Ding. So. Komm, wieder auf den Wagen. Yeah, Wagen fahren. Das erinnert mich an den neuen Trailer hier von Kill the Boss irgendwie. Wer von euch den super lustigen hier filmen können. So. Gibt es so eine Szene. Siehst du, so wie sie in so Slow Motion gehen. So ganz cool halt. Fangen. Da sieht man sie so, wie sie ganz so cool in Slow Motion geht. Und dann läuft einfach so ein Typ da dann vorbei und man merkt einfach, dass sie nur so getan haben, als wären sie halt in Slow Motion. Und der sagt dann so, ja, geh langsamer. Wir müssen cool sein oder so irgendwie. So, fangen. So, warte, du schießt das ab, Leute. Achso, es ist, okay, es ist seine Bar. Ich kann nachvollziehen. Die Bar war doch schon so. So, okay, wir ballern natürlich alles auf ihn hier drauf. What the? Wartet. Das hat wehgetan. Ah, er tut sich hinter einem anderen Typen verstecken, Mann. Es ist doch mies. Ah, verdammt, der hat eine Kugel am Arm. Und blute nicht. Ich bin cool. So, in die Klöten. Ich glaube, der hat damit voll mich gerade getroffen. Nein, halt nicht. What? Komm. Also, übrigens, den Boss habe ich noch gemacht und danach habe ich dann auch aufgehört. Und apropos, den Boss fertig machen, das machen wir nämlich jetzt. Z,
Sie sollten nicht allein gehen. Ich hatte zwei Freunde dabei. Das sollten wir rausfinden. Eine Kugel zwischen die Augen. Das ist eine Unterschrift. Die Imperial Nines sind die Schläger der Dragonclaw. Wong lässt die I-9s Cops verprügeln und an Golden Kane Pässe schieben. Doch der Deal lief schief. Jemand will einen Krieg anzetteln. Wir müssen sie aufhalten. Ich gehe ins Tai-O. Ich werde an ein paar Käfigen rütteln und schauen, was rausfällt. Den Teufel werden sie! Das Tai-O ist nicht ihr Gebiet, klar? Dort ermittelt die Drogenfahndung. Wir haben das unter Kontrolle. Drogengangs, Revierkriege und ein toter Cop. Das nennen sie Kontrolle. Passen Sie auf, Tequila. Wenn Sie durchdrehen, verlieren Sie Ihre Marke. Und damit haben wir das erste Level mit einem C abgeschlossen. Schade. Besiegt die Fahne 163, höchst die Kombi 23, ist die Punkte erhalten 444, ey, wenn das nicht eine coole Zahl ist. Kranke gefunden 8 und Schaden an der Umgebung 10.691.094 $. Und ein Ziel halt. Okay, Leute, machen wir weiter mit der nächsten Mission. Wenn sie das einem Cop antun, was wird aus dir? Die Imperial Nines kommen heute. Und Mr. Wongs Boot kam heute Morgen. Aber die Golden Kane versuchen, hier alles zu übernehmen. Ey Leute, fällt euch auch auf, dass teilweise in den Cutscenes die Sprecher so dumpf irgendwie klingen? Finde ich irgendwie nicht so cool. So, einfach so einen armen Fischer töten, Leute. Sowas geht gar nicht. Und das ist ein Shotgun. Waffe wechseln. Bam! Oh, jetzt haben wir hier ein Sturmgewehr. Sehr nice. Sehr nice. Oh, Leute, jetzt kannst du richtig abgehen. Zack, boom, zack, boom. So. Keinen einzigen getroffen, aber egal. Zack. So. Upp. Da ist er. Da. Oh. Was haben wir denn da gemacht? Einfach draufschießen und auf einmal explodiert alles. Ey, Leute, das erinnert mich an einen Michael Bay-Film. Machst irgendwas, es explodiert. So. Jeder muss von euch unbedingt mal den Trailer anschauen, wo Michael Bay sich ein bisschen selbst verarscht und er so sagt, ja, gut, this is Michael Bay und dann einfach, er fasst einfach alles an und alles explodiert. So, hat er sich ein bisschen hier selbst veräppelt, fand ich sehr gut. So, ab, sick, okay, ausgewichen, so. Irgendwie ist das keine so gute Deckung. Jetzt kann ich gar nicht mehr in Deckung gehen. Er wird mich niemals treffen. Er trifft mich echt eiskalt nicht. Sehr nice, Leute. Das erinnert mich an so eine Simpsons-Folge, wo der Homer so einen Superhelden hier spielt. Und... Jerry hier. Ich hörte, du willst zum Tai-O. Halte die Augen nach Golden Kane Drogenlabors offen und schalte sie alle aus. So, zu Simpson hier. Suche und zerstöre alle neuen Drogentische. Drogentische können in Häusern mit Schwarzen auch gefunden werden. Okay, halte nach Schwarzen auch Ausschau. Okay, ist mir kurz nachladen. Und also ganz kurz, erinnere mich an so eine Simpson-Folge, dass der Homer spielt hat so einen Superhelden und in der Folge, da am Ende wird er dann so ganz dick und da gibt es so eine Szene, wo der Film so umgeschnitten wird halt, dass er also dünn gewirkt hat, aber natürlich war er da schon dick und ja, es sieht einfach komplett blöd aus. Sagen wir es einfach so. Schau, ey, komm, jeder kennt jede Folge des Simpsons, so wie ich. Also, das muss man schon können. So, bam, weg down. So, packen wir wieder unser geiles Sturmgewehr aus. So, dass wir aber nicht anvisieren können mit dem. Ach, wir können in Deckung gehen, das ist immer cool. Das ist praktisch, ja, so. Da ist schwarzer Rauch drin, okay? Das heißt, irgendwie in dem Haus. Erstmal holen wir uns hier das Medikit. Oder? Oder ist das gar kein Medikit? Ach, okay. Ist kein Medikit. Sah aber ein bisschen so aus, okay. Dann gehen wir hier hoch. Hallo, Tequila is in the house. So, Maschinenpistole. Warte mal. Sind es zwei oder ist es nur eine? Okay, es sind zwei. Dann ist es geil, Leute. Dann ist es geil. Weil für eine wird es sich nicht lohnen. So, jetzt müssen wir Drogentische suchen.
Hallo, bist du ein Drogentisch? Drogentisch! Hallo! Kein Drogentisch da, okay, da. Oh, da. Ah! Breaking Bad? What the hell? So. Gut, dann Pumpkin, nee, wollen wir nicht. What? Sehr nice. Nett. Schön, dass ihr mich alle so schön willkommen heißt. Bam! Ja, der war cool, der Move. Der war cool. So. Da bricht noch mehr ab. Sehr geil, Leute. Das ist auch echt geil, Leute. Einfach hier die super schöne zerstörbare Umgebung. Du schießt auf irgendwas, es geht irgendwie kaputt. What? Wo kommst du denn her? So. Wie er da hochgejumpt ist? Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Hallo, ich rolle. Okay, ich rolle nicht mehr. Zack. Leute, man sieht einfach keine 2 Meter vor, weil einfach alles raucht und alles kaputt geht. Ah, mir gefällt das Spiel so gut. Ich weiß, das ist eigentlich, theoretisch ist es einfach nur plumpe Gewalt, aber es ist einfach coole, stylische, plumpe Gewalt. Das muss man schon lobend erwähnen hier. So, da oben waren noch die ganze Zeit welche. Okay, dann sind sie eben nicht mehr da. Also, schwarzer Rauch. Ist da schwarzer Rauch? Nein. Das da hinten Hammer, das heißt, da ist eins. Und da, okay, gehen wir erstmal hier in das Häuslein rein. Ja, die sehen alle so wie irgendwelche abgefrackten Meth-Küchen aus. Stimmt schon echt hier, gell? So, da kommen wir nicht rein. Komm. Schieß auf die gelben Holzteile der Pfähle, um sie zu Dächer zu gelangen, okay? Das haben die ja für mich schon gemacht. Dankeschön. Dafür nochmal, so. Bam, und rein in das Haus. Jemand da? Dann eben nicht, dann sprengen wir hier kurz mal eure Meth-Hütten, okay? So, sehr schön viele MPs. Die Frage ist, wie komme ich da wieder raus? Hallo? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich da jetzt echt wieder raus? Kannst du die Tür vielleicht irgendwie aufmachen? Hallo, ich bin in einer Meth-Küche gefangen. Achso. Ah, und dann sprengt es hier die Tür auf. Ah, natürlich. Also, als würde man hier einfach irgendwas durch eine Tür öffnen, lösen können. Nein, Leute. In Strangehold, da muss man einfach hier Meth-Labor sprengen. Sonst kann man hier keine Türen öffnen. Das ist doch logisch. So, da müssen wir auch irgendwie rein. Und einen Eingang finden. So. Erstmal hier lang. Bam. Bam. Der hat cool. Oh, Leute. Der ist cool gestorben. Der ist cool. Der hat eine echt coole Todesanimation. Das wollte ich sagen. Wie der einfach da umkippt, Leute. So, komm. Sick. Hallo. Tequila ist in the house. Hey, dafür will ich ja 1 Million Style-Punkte, wie geil das gerade war. So, gut, gehen wir da rein. Zerstören wir erstmal hier alles. Kaputt. Und kaputt. Nummer 2. So, da könnte ich mal hier Walter White hier irgendwas retten, Leute. So, schau mal, dann da hochlaufen. Zack, 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 zack. Zack. Und bam. Wollen noch ein paar? Oder habt ihr endlich mal genug, Leute? Also ich hätte genug. Sag ja, legt euch nicht mit einem Typen an, der Bullet Time drauf hat. Kann man einfach nicht dagegen hier... dagegen kann man einfach nichts tun. Ist einfach so, so. Okay, da können wir hoch auf das Dach. Super. Da waren wir schon drin. Da kommt man auch einfach durch die Tür rein. Aber egal. Aber egal. So. Ich will nicht so surfen. Cool, aber trotzdem cool. So, jetzt haben wir 7 zerstört, 2 fehlen noch. Also in 2 kleine Meth-Küchen müssten wir noch rein. Meth-Küchen, wo seid ihr? Hallo. So, oh, das ist schon wieder Tauben. So, du musst, ich dachte, wir haben schon alle zerstört. Wo sind die letzten beiden denn? So, Meth-Küche. Hallo. Ich suche eine kleine, schöne Meth-Küche. So, wir müssen einfach nur nach Rauch außer... Hä, da hinten? Aha. So, da ist auch. Die haben wir zerstört, oder? Die haben wir doch zerstört hier. Die haben wir sicher zerstört, Leute. Aber bevor wir weiter Meth-Küchen zerstören, müssen wir erstmal einen ganz kleinen Cut machen, Leute. Denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Im nächsten Mal sehen wir uns dann wieder mit... Ich kann sie auch sagen, nicht Strangehold, sondern Stranglehold. Stranglehold, so. Bis zum nächsten Mal, ciao.